Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute möchte ich zwei Tweets kurz aufgreifen. Einmal den interessantesten wahrscheinlich von euch, den zeige ich euch kurz mal. Und zwar diesen welchen. Es wurde ein offizieller neuer Trailer bestätigt. Ob der heute zum Sonntag, falls ihr das Video live, also oder kurz nach Erscheinen schaut, oder am Montag, sprich morgen erscheint, keine Ahnung. Jedenfalls ist es ein Season 4 Trailer. Ich gehe davon aus, dass es diesmal ein richtiger Ingame-Trailer sein wird, wo wir endlich mal bewegte Bilder aus der neuen Season sehen werden. Und der zweite Satz, den finde ich richtig interessant, zu Deutsch grob übersetzt: Wir werden Sachen tun, die die Community feiern wird, die im Laufe der Saison passieren. Übersetze ich es jetzt mal grob, also gehen wir mal davon aus, und auch hier können wir uns natürlich gerne mal wieder in den Kommentaren auslassen. Ich gehe davon aus, dass Sachen kommen werden, die sich die Community schon sehr, sehr lange wünscht, wie zum Beispiel mal ein fester Ausweichmodus, Solo-Duo-Modus und so weiter. Vielleicht sogar doch schon eine Kings Canyon-Playliste. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Um welchen Tweet es aber hauptsächlich geht, das ist dieser welcher. Der ist aufgetaucht. Mach ich mal ein bisschen kleiner. Den möchte ich mal ein bisschen auseinandernehmen. Ich möchte zwar nicht alles jetzt übersetzen, was dort drin steht, aber mich wundert es persönlich, dass der noch nicht aufgegriffen wurde. Denn in diesem Text, auch wenn dem wahrscheinlich sich nicht jeder mega nah ranzoomt oder übersetzen will, da wird eine neue Legende benannt, die keine Sau kannte vorher. Nicht mal in dem Quellcode gibt es Informationen zu dieser Legende. Und deswegen wundert es mich, dass gerade die beiden Herren, die Dataminer iLoot Games und Dead One Mining Guy, bei denen ich meine meisten Informationen beziehe, nicht mal die beiden haben darüber berichtet. Die haben zwar ein bisschen was darüber erzählt, aber nicht die neue Legende da benannt, die man hier rauslesen kann. Ich werde den Text jetzt nur grob anreißen, um was es eigentlich geht, und möchte euch dann mal kurz die Zeile zeigen, wo die neue Legende namentlich erwähnt wird. Ich mache den Tweet für euch jetzt mal in XXL. Wie gesagt, ich werde den jetzt nicht komplett übersetzen. Es fällt auch sehr, sehr schwer, da teilweise sich die Texte überlappen oder der Anfang so ein bisschen fehlt. Möchte ich jetzt nicht zu viel Falsches reininterpretieren. Im Groben unterhalten sich zwei Personen in diesem Mailverkehr. Einmal Jacob Young, das soll wohl der Chef vom Syndikat sein. Auch hier kann ich euch vielleicht mal noch, den mache ich hier nochmal groß. Ihr seht das hier, Jacob Young, der Syndikatdirektor und so weiter, der unterhält sich mit einer Dame namens Cheryl Amachi, wenn ich es richtig ausspreche. Und grob geht es dort in diesem E-Mail-Verkehr, nenne ich es jetzt einfach mal, darum, dass der Chef Jacob Young jetzt einen Mega-Klecks wahrscheinlich im Schlüpfer hat, denn der Revenant oder das ganze Programm rund um Revenant ist außer Kontrolle geraten und sie haben jetzt Mega-Schiss, oder speziell der Jacob Young, der will jetzt Hammond Robotics um Hilfe bitten, weil er sich als das nächste Opfer vom Revenant sieht. Wobei ich nicht ganz verstehe, warum diese Mail, ich nehme an, die Mail ist eigentlich aktuell in der Gegenwart, und der ganze Anschlag rund um den ersten Trailer war ja ungefähr 25 bis 30 Jahre vorher. Wer weiß, was in der Zwischenzeit noch passiert ist, das werden wir sowieso nicht raushören oder rauslesen können. Jedenfalls wird in dieser E-Mail auch der Kaustik benannt, kurioserweise. Er wird hauptsächlich hier als Nox bezeichnet. Das ist wahrscheinlich der Spitzname vom Kaustik. Und auch Kaustik war im Gespräch, dass er vielleicht Jacob Young helfen könnte. Und dort wird auch geschrieben, das reiße ich auch nur grob an, dass er mega auf die Wissenschaft konzentriert ist und seitdem er eine väterliche Rolle für ein gewisses Mädchen einnimmt, also er ist quasi nicht der Vater, sondern einfach nur eine väterliche Rolle einnimmt, ist er sowieso mega abgelenkt. Hier geht man davon aus, und das habe ich nämlich auf Twitter auch schon entdeckt, geht man davon aus, dass das Will Watson ist. Es gibt wohl eine spezielle Beziehung zwischen Kaustik und Watson, eine Vater-Tochter-Beziehung, obwohl sie nicht verwandt sind. Soll aber inhaltlich völlig uninteressant sein. Auf was ich jetzt hinaus will, ist Folgendes, das habe ich einfach mal aus dem Text rausgeschnitten, ist dieses. Ach nee, stopp, das ist das Hauptteil, der Hauptteil, hier. Und zwar eine Legende namens Newcastle. Hier schreibt einer der beiden: Was ist eigentlich mit den anderen Qualifizierten? Quasi eine neue Legende muss sich, wenn sie in die Apex Games kommen will, so wie Watson zum Beispiel oder Octane, die müssen sich für die Apex Games erst qualifizieren. Und hier wird die Frage gestellt, wer eigentlich direkt nach Forge, also quasi McCormick, wer direkt nach McCormick der zweite Qualifizierer wäre. Und hier steht explizit, Newcastle wäre laut Regeln die nächste Legende.
Und hier wundert es mich, wie gesagt, warum wurde der namentlich noch nie erwähnt? Und hier gehe ich einfach mal davon aus, das ist die Theorie von mir. Ich glaube nicht, dass Newcastle als neue Legende so schnell kommen wird, weil das rein storytechnisch, das haben auch viele in den Kommentaren schon geschrieben, wenn wir jetzt zum Beispiel noch Monate oder ein Jahr auf Loba bzw. Rosie, nennt es wie ihr sie wollt, warten müssten, dann würde man ewig warten, bis die Story mal vernünftig fortgesetzt wird. Deswegen gehe ich nach wie vor fest davon aus, dass Loba die nächste Legende sein wird, damit wir nicht ewig auf diese Storyfetzen warten. Ich werde gleich vom Tweet noch zwei Sachen aufgreifen, die ich sehr interessant finde. Vorher möchte ich aber nochmal das Video, was ich in den letzten Videos auch nochmal ins Spiel gebracht habe, nicht ohne Grund mit einblenden, und zwar das Video aus Mitte Season 2, alle zukünftigen Legenden mit Namen und Fähigkeiten. Warum bringe ich das überhaupt ins Spiel? A, ist es eh ein interessantes Video, und B, speziell auf den Newcastle gesehen, ist das ja für mich erstmal eine neue Legende, aber vielleicht eine Legende, die schon bekannt ist, nur unter einem anderen Namen. Und deswegen möchte ich das überhaupt nochmal anmerken, denn der Revenant und Loba sind ja zwei bekannte Legenden, die in diesem Video noch Rosie und Blackout hießen. Deswegen könnte es ja sein, dass der Newcastle schon bekannt unter einem anderen Namen ist. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob da noch mehr bei rumkommt. Jetzt möchte ich aber, um von dem Video mal wieder ein bisschen wegzukommen, noch was anderes euch aus dem Tweet zeigen, was ich mega interessant bzw. makaber finde. Und zwar blende ich das hier nochmal ein. Unter dieser ganzen Geschichte, die hier geschrieben wird, ganz unten rechts der letzte gelbe Text. Weil sie sich ja nicht so richtig zu helfen wissen, die beiden, die da gerade so ein bisschen den Textverkehr haben, steht dort grob übersetzt, wir können ja den Revenant in den Apex Games lassen, da kann er dann umbringen, wen er will, so können wir ihn eventuell im Schach halten. Das finde ich ziemlich makaber, quasi die Köpfe der ganzen Apex-Legenden hinzuhalten, um selbst sicher zu sein. Was ich aber viel interessanter finde, mache ich hier mal einen Pfeil rein, ich hoffe, ich vergesse das jetzt hier nicht, ist oben links die kleine Konversation, wo geschrieben wird, welchen Teil von unsterblichen Mörderroboter hast du nicht verstanden? Natürlich fett gedruckt, um das ein bisschen klarer zu machen. Alter, hast du nicht zugehört? Was verstehst du nicht? Das Immortal könnte aber auch ein kleiner Winx sein. Und da bringe ich nochmals das Video von gerade eben ins Spiel. Es gibt eine Legende namens Immortal, der für mich augenscheinlich die krassesten Fähigkeiten überhaupt hat. Ich werde es jetzt nicht anreißen. So mache ich das Video, was ich euch vorhin eingeblendet habe, nur interessanter. Der hat wirklich die finstersten Fähigkeiten, und ich bemerke es nebenbei mal, wenn du da jetzt noch Lifeline mit reinholst und vielleicht Watson, ist das wahrscheinlich das absolute Unsterblichkeitstrio. Deswegen zieht euch das Video gerne mal rein, es ist wirklich mega interessant, auch wenn ich nicht glaube, dass mit Immortal die Legende gemeint ist, sondern eher dieses Betonen, dass der Revenant ein unsterblicher Killerroboter ist. Das soll es von allen Informationen schon wieder gewesen sein. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf den neuen Season 4 Trailer, der hoffentlich heute zum Sonntag oder gestern, falls ihr das Video Montag erst seht, freue ich mich sehr auf diesen Trailer. Den zeige ich natürlich wie immer auf diesem Kanal. Diesmal natürlich wieder mit einer fetten Analyse, denn ich gehe davon aus, wie gesagt, dass Season 4 Informationen diesmal in bewegten Bildern gezeigt werden und dort sicherlich die ein oder andere neue Waffe, außer der Sentinel hoffentlich zu sehen ist, ein bisschen was von Kings Canyon, dem Revenant und so weiter. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, lasst dem Video einen Daumen und ein Abo da, wenn er neu sein sollte, wenn ihr nichts verpassen wollt. Das soll es von mir gewesen sein. Noch ein schönes Restwochenende, wenn ihr jetzt zeitnah zum Sonntag dieses Video sehen solltet. Ansonsten einen fetten, schönen Start in die neue Woche, vor allen Dingen in Season 4 am Dienstagabend. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.